können wir alle gemeinsam beiwohnen, auf den ihr euch schon seit Wochen freut. Ab heute werdet ihr beide als, Zitat, Maschine im Bereich Verteidigung und Chicken Nuggets Dönerliebhaber eure Ehe besiegeln. Gut, bevor wir jetzt gleich zum offiziellen Teil kommen, bitte ich euch, Tascha und Chase, dass ihr euch nochmal gegenseitig euer Ehegelübde... Wer will anfangen? Und ich werde dich immer lieben. Und sollst du mich jemals verlassen, töte ich dich. Aber das... Today is gonna be the day, but they never float back to you. Und gib'n Fuck drauf, wie du siehst, excuse me. Vielleicht hast du die Formel gecheckt, dich angepasst und singst jetzt perfekt. Doch bist nur halb so krass, wie du denkst. Deal with it, Digga, ey, deal with it. Yeah, 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 yeah. Deal with it. Yeah, 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 yeah. Deal with it. Yeah, 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 yeah. Deal with it. Deal with it, Digga, ey, deal with it. Sieht gut aus? Ja. Es ist ein Hauch Seriosität und Behinderung. Ja. Sieht gut aus. Bei Tascha ist es wichtig, auch ein bisschen. Das ist ihre erste Hochzeit so, ne? Hm. Wer ist das da? Hansi? Nee. Keine Ahnung. Ja, guck mal, Flaviri, alle haben das an, aber du sollst ja was Besonderes sein. Moin, Servus, moin. Moin. Das ist. Wir haben. Ja. Wir haben eine Frage an dich. Ja. Aber da muss Dylan mit dabei sein. Ja. Ja. Wie findet ihr das, Amy, dass es Löffler wäre? Nein. Geh mal weg, Chase. Wer ist das? Hallo? Hallo, hallo? Alter. Was geht? Begleitung von Amy. Ah, Alter? Mhm. Ja. Ah, was geht, Alter? Ich bin nervös. Du heiratest heute, ne? Ja, deswegen, ich bin nervös, ich muss jeden umarmen. Ach du heilige Scheiße. Hast du gestern Abend besoffen? Nö. Kein Junggesellenabschied? Nix? Nein, ich bin aus dem Alter raus. Würde mich freuen, wenn ich mal bald die Goldkarte habe. Ich bin nervös, Mann. Meine Kinder sind am Freuen. Oh, ihr seid so süß, ey. Aber Flavere, ja, guck mal, du bist traurig. Besser ist es für deine Gesundheit. Ja, genau. Ja, Goldkarte. Flavere, guck mal. Erstens, meine Kinder haben so den Style. Und du bist halt Trauzeugin und Le Flavir, Le Baguette. Ah, das ja. Ist viel. Ist, passt viel mehr. Okay. Wir brauchen keine 15 Karne. Nein. Wollt ihr das alle? Ihr wollt aber in die Kirche dann reingehen, ja, oder? Emmy plant das. Okay, weil für den Ehevertrag müssen wir in die Kirche reingehen zum Unterschreiben. Ja, ansonsten können wir das auch hier machen. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich hab noch nie so eine große Hochzeit. Ja, es ist aber schon groß, ist es sogar besser, wenn du es hier machst, ne? Draußen erstmal. Ja, weil in der Kirche können die sich nicht alle so verteilen. Durch. Funk mal Amy durch. Moment, ich muss ganz kurz zu meinem Mann. Lehrer, du musst Amy anfunken, ich bin nicht im Funk. Da kommt sie doch. Amy. Amy. Sollen wir das hier draußen machen? Ich wollte gerade sagen, dass er sich vielleicht mit Tascha in die Mitte stellt so und schreit. Und weil drinnen wird das, glaube ich, safe eskalieren. Dass wir uns da in der Mitte so hinstellen, weil Pinky meinte auch, die ist extrem groß, die Hochzeit. Ja, komm mit dir jetzt ein Stück weiter hierher. Hier hinstellen. Hier. Dann sagen wir Pinky Bescheid. Du musst Pinky Bescheid sagen hier rechts. Ja. Dann, ja. Okay. Genieß mal. Nein, bleib hier stehen, bitte. Ey, Pinky, komm mal her. Ja, ja, komm jetzt. Pinky, sie kommt jetzt. Komm jetzt her. Was? Das ist auch. Der Pinguin, Alter. Hallo. Hallo. Ibems. Moin. Was geht? Tom, Maske auf und ab, bitte. Tascha, Maske auf und absetzen, bitte. Oh, Junge. Ich lass sie lieber auf, ja. Das wird nicht besser. Liebe Kaius. Ja, wir wollten hier das hier in der Mitte machen, also wir stellen uns gleich in der Mitte. Wo der Hammer steht, so, weil. Also, du wolltest Kaio hoffen, ne? Ja, richtig. Ja. Also, ich denk mal, weil drinnen wäre alles cool, oder?
Wir machen es so, wir machen hier die Hochzeit und ja, wenn ihr euren Ehevertrag okay unterschreiben geht, gehen wir nur zu dritt da rein und unterschreiben den ja dann, okay? Ja, ja. Gut. Okay. Guck mal, wie viele hier wow sind. Wow. Krass. Genau, Tascha, du musst dich nicht ich brauche noch die, und ich brauch noch die Tascha, Ringe, bitte, also die Donuts. Ja. Wer braucht die? Ich brauche die. Ach so, okay. Oder habt ihr zwei Trauzeugen? Ich hab... Wir haben zwei Trauzeugen. Okay, gut, dann. Soll ich dir die geben? Es fällt immer noch der Donut. Nee. Warte, ich an hab die Trauzeugen. Wenn, ihr da, wenn die das Ja-Wort sagen, bitte ihnen den Ring in die Tasche stecken, ja? Das ja, warte, Donut, dann gebe ich jetzt ihm erstmal einen Donut, oder was? Nee. Erst wenn ach, er das du hast ja einen. Okay. Ja. Okay, okay. Ja, machen wir das dann in der Mitte? Also, wie ihr wollt. Ja, ja, wir machen das dann in der Mitte. Dann kann jeder so einen Kreis machen, Alter. Ja, ich bin nervös, aber also Pinky, du musst uns schon leiten. Sollen wir in einen Funk gehen? Wie, hä, in Funk? Warum ist es mir in Funk? Ich hab ein Megafon. Ja, aber wir nicht. Ja. Wir müssen halt ja, einfach in der Mitte schreien. Ja, dann ab in der Mitte schreien. Geht das? Weil, ne? Was soll ja, ich meine? Komm. Okay. Komm, Flavere. Oh, ey, Alter. Eine Million. Ja, also ich meine, Funk wäre als Absicherung da, ne? Aber geht ja auch nicht, ne? Geht nur 10. Fuck. Gut. Merkst du selbst, ne? ja, ich bin jetzt auf Schreien. Machen wir so einen Halbkreis oder wie sollen wir das machen, Alter? Weil drin ist cool. Alle drumrum. Okay. Würde ich sagen. Gut. Dann hoffe ich mal, dass mich jeder verstehen kann. Ich habe extra mal das Megafon vor meinen Mund gepackt. Sag mal, die Hände heben, wenn die uns no, bitte an den letzten Reihen einmal die Hände nicht heben. Perfekt, jeder hört mich. Sehr gut. Was ist das? Peace an die Freunde und Familienmitglieder und ganz besonders an Tascha und Chase. Ich bin jetzt schon etwas länger Standesbeamter und ich glaube, solch eine Traurede musste ich noch nie vortragen. Aber für besondere Pärchen gibt es umso besondere Worte. Wo wir gerade von besonderen Worten sprechen. Bevor ich mit meiner Traurede das Ganze dann besiegeln möchte, wollte ich einmal die Gäste fragen, ob irgendjemand ein paar Worte für das Pärchen hier vorne hat. Dann bitte ich den oder diejenige, einmal nach vorne zu treten. Okay, den scheint nichts. Oh doch, da kommt jemand. Nein, weiß nicht. ja, ich habe eigentlich nicht viel zu sagen, außer bleibt so behindert, wie ihr seid. Lauter. Wie, noch lauter, ich kann nicht noch lauter. Warte, Pinky, sag mal, die sollen hier näher aufrücken wie so ein Kreis oder so, Alter. Dass die aufrücken. Hinteren, dass die hinteren Leute auch irgendwie was hören, Alter. Okay, dann einmal die hinteren Leute bitte aufrücken, damit ihr auch was hört. Ja, genau. Doch so oder sowas. Hallo? Jeffrey, halt Schnauzen. So, wer bist du überhaupt, also, Mann, du Billiger? Ja, wer bist du denn? So, Philipp ist gleich wieder. Ja, also wie man sieht, ne, ich glaube, das ist die exklusivste Hochzeit auf dieser Insel. ja, keine Ahnung. Bleibt auf jeden Fall so behindert, wie ihr seid. Ansonsten gibt's Arsch voll. Chase für dich sowieso. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich wünsche euch alles Gute und natürlich, dass du immer glücklich bleibst. Ich darf nicht glücklich bleiben? Nee, du hast eh schon verkackt. Oh je. Guck mal, da oben zwei Leute haben schon mein Highground eingenommen. Da, hab euch lieb. Ja, sicher. Gut, Alter, anscheinend hat hier noch jemand was zu sagen, bitte. Ich muss dazwischen. Tascha, bist du dir sicher? Bist du dir sicher, dass du mit ihm da heiraten willst? Ja. Junge, ich wünsche euch das Beste. Ihr seid das beste Paar. Das beste Paar, was ich überhaupt je gesehen habe. So, ich muss mal kurz hier. Einmal kurz hier. Du bist so... Erdenmann. Ja, du bist so gut. Da sag ich auch noch mal kurz was dazu. Ja. Tascha, ich habe dich damals kennengelernt als Fahrschullehrerin. Und da warst du schon die Beste der Besten. Und ich glaube, Pinky kann das natürlich auch bezeugen. Nichtsdestotrotz war dein Herz nicht ganz mit das erfüllt, was du eigentlich gesehen, nachdem du gesehen hast. Nachdem du Chase kennengelernt hast, diesen behinderten Idioten. Hasse ich euch. Ist dein Herz aufgeblüht. Unter anderem mit der Grove. Du musst schreien auf jeden Fall. Ich bin schon am Schreien. Kann ich lauter schreien?
muss mal ganz dringend Pipi. Und ab dem Moment, wo du und Chase zusammen in der Grove wart, kann ich mal habt ihr einen ganz großen Element zusammengeführt, was auch ein großes Symbol für die Grove ist, dass Liebe tatsächlich existiert. Und die Tascha, das klingt jetzt cringe und ich hoffe, Chase hasst mich nicht. Ich liebe dich aus ganzem Herzen, du bist meine beste Freundin auf der Insel. Und ich wünsche dir nur das Beste. Danke, Ingo. Ich weiß, dass Chase und die Grove, ihr, die beiden zusammen, das erfüllen, was du gesucht hast und gefunden hast. Viel Glück euch beiden. Ich hasse dich, Tascha, für die Scheißrede. Oh nein, meine Tochter will was reden. Ja. Hallo, du musst auf jeden Fall laut sprechen. Ja, 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 natürlich. Also, ich wünsche euch beiden von Herzen alles Liebe. Von uns Kindern, leider konnten nicht alle da sein, aber das ist der größte Teil, da ihr ja so viele Kinder zusammen habt. Wie viele hast du denn? Ganz viele. Acht oder so. Wünsche ich euch beiden alles Liebe und viel Glück und Chase, verkacke es nicht, weil sonst kriegst du was auf die Nuss. Auch von mir. Und seid nicht nervös. Ich sag nichts dazu. Ihr beide seid sehr nervös. Danke, Töchterchen. Hallo, ihr zwei. Ich hab mich so zusammen. Nach der ganzen Scheiße, Entschuldigung, Mama, die so passiert ist, hast du es sowas von verdient, als ich euch das erste Mal zusammen richtig gesehen habe und wie das abgelaufen ist und wie ich gesehen habe, wie ihr harmoniert und wie bescheuert ihr seid, so wie unsere ganze Familie, war ich richtig glücklich und ich bin sehr, sehr froh, dass ihr beide jetzt hier steht. Ich wünsche euch alles Glück der Welt und ich hab euch beide mega lieb und Tascha dich natürlich noch ein ganz kleines bisschen mehr. Danke, Mamas. Ich liebe dich auch. Das hat Geschmack. Ich bin nicht nervös. Bruder, einfach Köfte, Junge. Köfteschwies. Köfteschwies, Hawaii, gib mir den Köfteschwies. Das ist so ein Eirand. Digga, ich bin mega überfordert gerade. Und ein Alles klar. Gut, dann danke für diese schönen Worte an unser heutiges Brautpaar. Dann würde ich jetzt weiter mit der Traurede machen und abschließen mit dem offiziellen Teil. An euer Standesamtgespräch kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Oh, selten führt man diese um 2 Uhr morgens und kann trotz erhöhter Müdigkeit sich so gut amüsieren. Kennengelernt habt ihr euch bei einer Kennzeichenabmeldung. Tascha als super engagierte und motivierte Fahrlehrerin und Chase mit seinem Benson. Anscheinend hatte es da schon geknistert, sonst hättet ihr nicht Nummern ausgetauscht und den Motorradführerschein gemacht. Am 30.10.2019 wurde es dann offiziell. Das wohl verrückteste Paar ist zusammengekommen. Seitdem seid ihr beiden unzertrennlich. Jeder Faustschlag ist ein Zeichen eurer Liebe. Ich möchte euch etwas in euren schöneren Erinnerungen schwelgen lassen. Erinnert ihr euch an eure schönsten Dates, wie zum Beispiel das an Halloween, Zombies oder während einer Untersuchungshaft beim ehemaligen IAA? Einfach nur romantisch. Am 14.02.2020, an Valentinstag, hat Tascha dir dann einen Antrag gemacht. Nun stehen wir alle hier in unseren wunderschönen Outfits und dem besonderen Moment können wir alle gemeinsam beiwohnen, auf den ihr euch schon seit Wochen freut. Ab heute werdet ihr beide als Zitat Maschine im Bereich Verteidigung und Chicken Nuggets Dönerliebhaber eure Ehe besiegeln. Gut. Bevor wir jetzt gleich zum offiziellen Teil kommen, bitte ich euch, Tascha und Chase, dass ihr euch nochmal gegenseitig euer Ehegelübde. Wer will anfangen? Das hat keiner was vorbereitet. Was hast du denn? Mann voran, würde ich sagen. Hey. Spazier. Ja? Du bist. Ja, Ladies first, Chase fang an. Warum hört mich denn jeder? Ehegelübde ist ja eigentlich immer was Formelles. Ich gehe mal ein bisschen in der Mitte. So, jetzt kann mich auch jeder erkennen, ja?
Hören manche. Eine Hochzeit ist eine Hochzeit. Stark. Hallo, warum lacht ihr? Hört auf zu lachen. Spazi, als ich dich das erste Mal gesehen habe und deinen Charakter herausgefunden habe, wusste ich sofort, ich will diese Frau haben. Es gibt natürlich viele Frauen hier auf der Insel, aber es gibt nicht die richtige. Für mich. Ja. Aber als ich dich dann gefunden habe, dachte ich mir, ja, sie ist besonders. Warum lache ich denn jedes Mal, wenn sie lacht? Und gemeinsam haben wir jetzt 5 Monate heute verbracht. Wir hatten harte Zeiten und gute Zeiten, aber wir haben uns immer zusammengerafft, egal was passiert ist. Liebe ist nicht nur ein Wort. Liebe ist das, was uns verbindet, weil wir, egal was passiert, wir immer eins sind. Und jedes Mal, wenn du mich küsst, werde ich einfach flauschig. Wir kriegen Steifen. Und wir beide sind einfach sehr behindert. Wer war das? Wir beide sind einfach sehr behindert, wie man auch sieht hier an der Hochzeit. Und so sehr, wie ich dich liebe, kann man eigentlich nicht in Worte fassen. Du warst die Person, die mein wahres Gesicht erkannt hat. Und ich ziehe meine Maske ab und dann sehen auch andere Leute mein Gesicht. Was du wünschst. Das ist mein wahres Gesicht. Und das hat sie schon vorher erkannt, aber sie liebt mich immer noch. Und ich bin einfach sehr glücklich, dich an meiner Seite zu haben. Ich liebe dich. Seit dem ersten Tag. Das war's. Ende. Und? Ich glaube, ich sollte ein Dramabuch schreiben. Jetzt komme ich, wenn ein klatscht. Deswegen, jetzt mach mal hallo! Spazi, jetzt musst du. Einfach aus dem Bauch hinaus, wie ich. Als wärst du eine Bazooka. Ja. Ja. Was war das gerade, Alter? Spazi, ich hör dich nicht. Hallo? Ja? Ich hör sie. Redet sie? Ja. Ja. Spazi? Ja, jetzt. Hallo? Spazi? Ja, jetzt. Ja. Ja. Okay. Ich hör sie auch nicht. Ich stelle mich mal, ich weiß nicht wohin, hier. So. Also Chase, du wolltest damals den Benson abmelden und hast mich bekommen. Und ich hoffe, dass du froh bist damit. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich mit dir. Und ich kann mir keinen besseren Menschen an meiner Seite vorstellen als dich. Weil du mich kennst und ich dich kenne und wir ja gemeinsam immer unsere Fußnägel lackieren. Und ich mag das, wenn du mir immer das Aceton ins Gesicht reibst und so. Und ja, ich habe auch noch etwas Kleines vorbereitet, um dir nochmal zu sagen, wie wichtig du mir bist. Take a breath? Nicht take a breath. Aber, ja, ich werde kurz ein bisschen Gitarre spielen. Das ist jetzt krass. Und, ja, das ist halt wirklich für dich mein Schatz und ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und ich werde dich immer lieben. Und sollst du mich jemals verlassen, töte ich dich. Aber das würde ich niemals machen. Du bist Maschine im Bereich Verteidigung. Das heißt, okay. Dann packe ich jetzt meine Gitarre aus. Ja. Okay, Okay. Es geht los. Ja. Today is gonna be the day, but they never flowed back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Hey,
backbeat, the worries on the street, there's the fire in your heart, the sound. I'm sure you heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights they lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but they never throw back to you. But now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. You're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. Oha. Ah ja. So. Oh wow. Franzi, ich liebe dich. Franzi, ich liebe dich auch. Ich würde dich ja jetzt anspringen, aber es geht noch nicht. Aber bevor wir das machen, ich habe da noch eine Frage. Ja. Ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch. Man nennt mich auch den Bücherwurm. Und ich habe das von meinem Bruder Herr Shorty gelernt. Weißt du, wo die Universität ist? Nein, aber ich weiß, wo dein Arschloch ist. Weißt das? Ich bin auch theaterbegeistert. Ja, richtig. Schatzi, das hast du wunderschön gesungen. Danke. Ich bin gerade geflasht. Also ich würde gerne Sex haben mit dir und deine Hornhaut abreiben, aber wir müssen hier was zu Ende bringen. Ja, richtig. Ich bin am Kotzen. Alles klar. Es wird auch nicht mehr allzu lange dauern, denn nach diesen zwei wunderschönen Ehegelübden wollen wir das Ganze jetzt einmal abrunden mit dem offiziellen Teil. Ich frage dich, Face Miller, ist es dein freier Wille, mit der hier anwesenden Frau, Tasha Williams, die Ehe einzugehen? So beantworte meine Frage mit Ja. Ja.
Und Hallo? Ich frage dich, Tasha Williams, ist es dein freier Wille, mit dem hier anwesenden Herrn Chase Miller die Ehe einzugehen? So beantworte auch meine Frage mit Ja. Ja. Dann dürfen einmal die Trauzeugen die Ringe übergeben und dann dürft ihr euch eure Ringe gegenseitig in den Mund stecken. Meine Liebe geht durch den Magen. Ich hoffe, die Donuts sind nicht geschmolzen. Ne? Ah, der ist noch frisch. Die ist selbst gebacken. Le Flavere. Warte, Schwarze, hier. Darf ich dich dann küssen? So, das kommt gleich. Okay. Noch nicht küssen. Nachdem ihr beide meine Frage mit Ja beantwortet habt und euch die Donuts gegenseitig in den Mund gesteckt habt, erkläre ich eure Ehe hiermit Kraft des Gesetzes zur Rechnung. Chase, du darfst deine Braut nun küssen. So, an alle Gäste, sie müssten einmal kurz hier draußen warten. Wir gehen kurz in die Kirche, unterschreiben den Ehevertrag und dann kommen die beiden Verliebten gleich wieder raus, ja? Oha, Ehre. Hier, du wolltest doch mal die Kirche von innen sehen, ne? Oha, Spatzi, du hast echt gut gesungen. Ja. Ja. Bin ich's. Du hast mich geflasht. Dachte, du singst Take a Breath. Nee. So, einmal hier auf die Treppenstufe. Ja, vor mir. Pinky. Ja. Hattest du jemals so eine große Hochzeit? Nein. So, dann dürft ihr einmal hier beide unterschreiben. Danke. So, ja. Tasha. Danke für die Follows. Ich sehe jetzt noch von mir deinen Ehevertrag, mit dem kannst du dann deinen Namen billiger ändern. Korrekt. Tobi. Jo, hallo. Gehst du mal nicht an dein Telefon? So. Gut, dann gehen wir wieder raus, dann könnt ihr euch jetzt von allen... Ihr werdet angerufen. Komm, Spatzi. Krieg ich noch einen Kuss? Ja, Spatzi. Ich werd grad... Ich werd auch bombardiert. Warte, ich muss rangehen. Nein, du gehst nicht ran, ich geh auch nicht ran. Okay. Hallo? Ja, Goscha. Hey, Fetzer, Glückwunsch. Ja. Ah, danke. Ich hab ihn gesagt, ciao. Tschüss.